Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2 in der Version 1.27. Und heute haben wir mal, ja, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen, ein Renault Magnum. Und als Abschlepp-LKW. Ja, genau, als LKW-Abschleppfahrzeug. Also, wie gesagt, ein Spezialfahrzeug. Das ist auch gar nicht so groß, nicht mal 10 MB, glaube. Und wir werden natürlich erstmal schauen, wo wir diesen LKW finden. Natürlich gehen wir als erstes zu Renault. Und dann sehen wir, nirgendwo ist er zu finden. Aber wir gehen einfach mal hier rein. Und dann sehen wir hier diesen Standard Fahrerhaus. Und dann sagen wir uns, wir gehen dahin. Genau, alle anderen Fahrwerke sind die Standardfahrwerke, aber wenn ich hier rauf gehe, dann hat er das sogenannte Abschleppmodul. Und auch wenn das sogenannte Schwerlasttransport-DLC erst rausgekommen ist, heute wird das auch schon übernommen. Da seht ihr, für was er gut ist. Er ist auf jeden Fall für schwere Frachten geeignet und dann sehen wir auch, wie die Parameter sich dann verändern. Wir machen mal 520 PS rein, die Getriebe, ja, 12 Gang. Und da sieht man auch, was sich da ändert. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Gehen wir mal in den Innenraum. Ja, Links- und Rechtslenker. Ne, nichts Besonderes. Eines der ersten LKWs oder der erste LKW, wo man auch in der Kabine stehen konnte mit dem ebenen Boden, war auf jeden Fall schon was Außergewöhnliches. Und dann gibt es natürlich auch die obligatorische Firmenlackierung. Gehen wir weiter an diesen sogenannten Anbauteilen. Naja, hier kann man die Trittbleche ändern, die Reifen, ne, das ist alles wie gewohnt, kennen wir ja. Selbst hier hinten kann ich noch ein paar Sachen ranmachen. Wo kommen wir denn her? Aus Deutschland. Und dann kann ich sagen, ich kann auch 120 fahren, wenn ich möchte. Aber nicht darf. So, dann machen wir hier. Diesen Spiegel kann man nicht ändern. Hier vorne gibt es natürlich zwei Versionen von Spiegel. Ne, nehmen wir mal den langen. Das geben wir auch. Dann könnten wir jetzt durchaus das Michelin-Männchen hier hinsetzen, rechts und links. Und dann die verchromten Lampen. Und ihr habt schon gesehen, hier ist noch ein anderes DLC. Oder nicht DLC, sondern Mod. Aber der momentan nicht so richtig funktioniert, muss ich sagen. Sonst wären hier diese Standardsachen, ja, die gehen, aber die leuchten momentan nicht so richtig. So, dann, dass jeder weiß, dass ich Chris Maximus heiße, mache ich hier erstmal meinen Namen rein. Und selbst die Sachen kann ich machen. Euro 4, naja, vielleicht hat er ja Euro 3, ist ja nicht mehr der jüngste LKW. Da gibt es auch. Das gehört nicht dazu. Das ist auch ein separater Mod. Und hier können wir noch ein bisschen Gefahrgut und sonstige Sachen hinmachen. Ne? Was aber jetzt nicht dazu passt. Ne? Aber was passen könnte, ist Baustellenfahrzeug. Hier noch kyrillisch. Das gehört auch nicht dazu. Also diese ganzen Sachen, das sind alles Mods, um das noch ein bisschen aufzuhübschen. Deswegen versuche ich da immer noch ein bisschen mehr ins Spiel zu bringen. So, sieht doch cool aus. Muss ich ehrlich sagen, jetzt gehen wir mal rein. Auch der obligatorische SISL-Mod funktioniert. Wir könnten, wenn wir wollten, sogar Edeltraut hinsetzen oder meinen Vater. Hier auch kann man ranmachen. Hier unten setzen wir mal Muschi hin. Lenker, da gibt es keine großartigen Änderungen, aber hier könnten wir Navi hinsetzen. Ja, entweder das kleinere, dann das in rechts oder halt das größere TomTom. Oh, nichts Besonderes. Da muss man halt immer aufpassen hier vorne. Wenn ich das hier ändere, dann will er wahrscheinlich den Spiegel. Ah, das funktioniert sogar mit dem langen Spiegel. Schön. Wir machen mal den LKW so. Sieht doch cool aus. Also muss ich wirklich sagen, hat irgendwas, sowas Uriges, Altes. Ich weiß aus
nicht momentan, aus welchem Land das kommt hier. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren, ob das vielleicht doch aus Frankreich eventuell. Und dann sind wir bei knapp 180.000, sind wir am Start, weil wir haben jetzt die Reifen auch nicht alle geändert. Gut, dann machen wir eine kleine Rundtour durch in Berlin. Ich habe noch nicht die Pro-Mods drinne. Und ihr seht schon, ja, lenkt gut ein. Oh, wen habe ich da? Der rucht hier beim LKW-Fahren. Na, Igitt. So. Man kann natürlich jetzt nichts großartig anstellen mit dem LKW, ne? Das ist natürlich klar, ne? So. Schön. Ihr könnt mir gut vorstellen, dass noch mehr so eine Bau- oder Spezialfahrzeuge hier ins Spiel kommen, dass man hier eventuell einen liegenden bliebenen LKW als Fracht hat und ui, 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 denen ja abschleppen muss. Man hat ja jetzt die Technik, dass man eventuell auch diese Anhänger da hinten, ne, die werden irgendwann mal ins Spiel kommen. Deswegen gucken wir mal, was da noch alles so kommt. Und ja, das sollte eine kurze Vorstellung sein mit diesem LKW. Wie gesagt, für alle, die Spaß an solchen Fahrzeugen haben, könnt euch ohne Probleme runterladen, läuft. Und ja, ihr könnt auch abstimmen. Eins ist gut, fünf ist, ja, ist total bescheuert. Aber eigentlich finde ich den ganz gut. Man muss nicht gerade Renault mögen, aber man muss die Arbeit respektieren können. Und ja, ich mache hier erstmal einen Fisch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.